So, kurz und knackig, wieder Zeit abzustimmen für das nächste Buch, was ich lese. Nur als dezenter Hinweis, der Wert der Abstimmung ist nicht nur, dass ich ein Buch vorstelle, was ihr eventuell kaufen wollt, sondern dass ich natürlich, nachdem ich das Buch gelesen habe, auch wieder neuen aktuellen geistigen Input habe, welches sich dann natürlich auch in zukünftigen Videos automatisch wiederfindet. Das bedeutet, ihr stimmt hier nicht nur über eine Buchrezension ab, sondern auch Themengebiete, die quasi so meinen Kopf durchstreifen. Also diesmal folgende zwei Alternativen. Zum einen Lebensmittelchemie. Ein 700 Seiten starkes Kompendium, was aktuell erschienen ist und aus einem chemischen Blickwinkel unsere Nahrung abschließend beurteilt. Und ja, Fragen zu Enzymen, zu Aromabildung, zu Kontaminierungen und vieles mehr beinhaltet. Ich verlinke euch auch das Buch, damit ihr mal da sozusagen seht, was das Buch ist. Also nicht nur das Cover, sondern auch, dass ihr nachlesen könnt. Oder die Alternative wäre ein Dreierpack von Büchern. Und zwar von Tim Chimoy. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das ist ein Deutscher, der mit I Love Mondays auch das Handbuch für ortsunabhängiges Arbeiten und so ein Freelancer-Buch gleich drei Bücher mir zur Verfügung stellen würde, wo es um persönliche Weiterentwicklung und Lust und Freude am Beruf geht, vor allem mit dem Fokus auf einer selbstbestimmten Arbeitsweise. Der Tim ist sehr sehr erfolgreich und ich habe ihn angeschrieben und ja, er würde mir auch die Bücher zur Verfügung stellen. Also wenn ihr da die Rezension wollt zu diesem Dreierpack, das wäre die andere Alternative. Also welches der beiden Optionen möchtet ihr rezensiert bekommen? Ich habe auf Anfrage vom letzten Mal auch noch eine weitere Option hinzugefügt, und zwar beides. Das bedeutet natürlich, dass ich dann mindestens 2 Wochen brauche, da ich ja meist gerade diesmal, wenn es um ein 700 Seiten starkes chemisches Kompendium sich handelt oder 3 Bücher auf einmal, mindestens immer eine Woche für so ein Buchprojekt einplane und ihr dann nächste Woche entsprechend keine Auswahl treffen könnt, sondern dann ist dann halt eben das zweite drin, wenn ihr die Option wählt. Also wenn das gewünscht ist, dann einfach anklicken. Das ist eure Entscheidung. Ich bin auch jedes Mal bei der Abstimmung immer so ein wenig gespannt, ne? Was so meine Zuschauer eigentlich so thematisch auch auf meinem Kanal dann wünschen, weil wie gesagt, das findet sich dann automatisch auch immer wieder. Also, ich will nicht lange reden, abstimmen und Bescheid geben. Wir sehen uns morgen wieder, euer Christian.